Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, habe ich vergessen, am Weg zur Kreinerhütte, wo es ohnehin schwierig werden dürfte, ist hier ein derzeit leerstehendes, riesiges Areal. Und zwar war das, war das eine Art Sanatorium, Pflegeheim oder Kuranstalt. Und ja, das ist jetzt alles leerstehend. Wie gesagt, riesiges Areal. Wir sehen gleich die Gebäude hier vorne. Genau. Da geht's schon los. In Natura sieht man es am Bildschirm noch nicht, interessanterweise. Gewaltige Größe dieses Gebäudekomplexes. Hier ist jetzt ein kühler Wind, also so ein bisschen, und es riecht auch sehr feucht. Logisch, ich meine, hier ist eine Wassergegend, weil Überschwemmungsgebiet ist, und man sieht auch hier überall die Feuchtigkeit an den Wänden, weil das Wasser logischerweise hochsteigt. Hier ein kurzer Blick hinein. So schaut das aus. Entschuldigung. Und hier geht es weiter. Dachrinne abgerissen. Das ist fürs Gebäude nicht gut. Und das geht hier weiter. Also es ist riesengroß. Riesengroß die Anlage. Also zumindest lang gestreckt. Ja, je länger man geht, umso weiter geht's. Hier links oben auch so pavillonartige Gebäude, alles schon zugewachsen. Hier wie eine kleine Straße dazwischen. Natürlich schlecht positioniert, weil hier Radfahrer durchkommen. Hier ist der Stiegenaufgang hinauf. Sieht man hier nur noch angedeutet. Ja, hier kurzer Blick durch. Und das ist dann das letzte Gebäude hier. Gut, das war's.